Hallo zusammen. Was bitte macht ein Uralgespann auf 3000 Meter Höhe? Das und ein bisschen mehr erfahrt ihr in diesem Film über unsere Tour mit Oldtimern aus den 70ern und aus den 90ern in Richtung Westalpen, Piemont. Geplant ist diesmal ein Aktivurlaub mit mehreren Elementen. Erstmal zwei Oldtimer-Touren auf den Sommelier und da über die Assietta-Kampfstraße durch wirklich eines der schönsten Gebiete der Westalpen, was ich kenne. Dann Fahrradtour und Wandertour im Val de Claret. Das Val de Claret liegt etwas nordöstlich von Briançon. Auf einer Höhe ist zu erreichen von Bardonecchia aus über den Col de l'Echelle. Und wir sind diesmal nur zu zweit unterwegs. Mit einer 74er Honda 125 XL. Nominell 12 PS. Auf einer Höhe von 3000 Meter garantiert nicht mehr 12 PS. Und mein Uralgespann. Mit knapp über 30 PS. 650 Kubik. Wir haben mal wieder geniales Septemberwetter. Fahren gerade auf der Höhe des Col de l'Echelle vom Val de Claret in Richtung Bardonecchia und sind gespannt, ob die zwei alten Schätzchen mit der doch etwas geringen Leistung, zumindest mal die 125er, auf den Sommelier hochkommen werden. Noch sind wir auf der Höhe des Col de l'Echelle und sind noch auf der französischen Seite und wechseln gleich rüber auf die italienische Seite. Durch diese Tunnels sind wir schon mit vielen verschiedenen Fahrzeugen gefahren. Im Schwerpunkt mit unseren 600er Tenerés, 3 AJs. Wenn man in die Berge blickt und von hier dann auch in Richtung Norden, dann blickt man auf einen der großen 3000er, auf den Mont Tabor. Ein Berg, der ganz oben so ein bisschen aussieht wie eine Mondlandschaft, der zwar ein 3000er ist, aber nicht wirklich sehr einladend von seiner Geologie. Und hier sind wir schon auf der Höhe des Stausees in Richtung Rochemolle. Wir haben den passenden Tag erwischt, also nicht gesperrt für motorbetriebene Fahrzeuge. Das ist immer zu beachten mittlerweile beim Sommelier. Nicht, dass man denkt, man ist da und kann hochfahren. Also immer gucken, wann ist frei für motorbetriebene Fahrzeuge, für Fahrradfahrer und für Wanderer. Alles ziemlich trocken, ziemlich staubig, deswegen langsam machen, um nicht große Staubwolken aufzuwirbeln, gerade auch für die nachfolgenden oder vor uns fahrenden Fahrradfahrer. War selten mit einem Fahrzeug unterwegs im Piemont, was so viel Zustimmung gefunden hat wie das Uralgespann. Egal wo man hinkam, ging der Daumen hoch, wurde der Fotoapparat oder das Handy gezückt, wurden Verkaufsangebote gemacht. Eine nette Erfahrung. Wir kommen zu dem schon bekannten Refugio Scafotti. Der Platz, der immer zum Pausemachen einlädt, der die ersten Murmeltiere beobachten lässt. Und ab und zu wechseln die Bilder mal in anderer Farben. Das ist dann, wenn mein Bruder mit seinem alten Handy gefilmt hat. Ich weiß nicht, ob der da einen speziellen Filter drauf hatte oder ob das einfach so eine Gurke war, dass man wirklich sagen muss, das hat mit dem heutigen Zeitalter nicht viel zu tun, die Videoqualität. Bis hierhin haben wir es schon mal geschafft. Die kleine XL
Und eigentlich war ja geplant, mit einer XL und einer SL von 1972 dort hochzufahren. Aber die SL hat konstant aus dem Vergaser getripst. Irgendwie war die Schwimmerkammer nicht dicht und ich hatte auch keine große Lust mehr, Reparaturen vor Ort auszuführen. Und da das Uralgespann, was wir ja auch mit hatten, immer anspringt, war die Entscheidung klar. Einmal Uralgespann, einmal XL und dann rauf auf den Sommier. Unterwegs hat es fürchterlich gescheppert. Wie ich in meinem Uralvideo ja schon besprochen habe, wurde das Gespann mal aufgebaut, um ein bisschen so Shopping zu machen oder irgendwo vor ein Eiscafé zu fahren. Also der Vorbesitzer hat einen Frontkotflügel dran gemacht, einen Fender, der gar nicht dran gehört, mit ein paar Metallstreben angeschweißt. Und bei dem doch etwas unruhigen Untergrund hat es gescheppert und gescheppert und gescheppert. Und auf der Höhe oben muss ich dann feststellen, dass eine der Schweißnähte gebrochen ist und eine der Streben, die den Fender vorne halten, abgebrochen ist. Die Gefahr besteht, dass diese Strebe in die Speichen kommt. Also langsam fahren angesagt, Strebe hochbinden. Aber erstmal noch fahre ich und weiß gar nicht ganz genau, was Sache ist. Ich weiß nur, dass es fürchterlich scheppert. Der Burkhard ist vorne weg mit der XL. Der kriegt das auch gar nicht richtig mit. Ich drehe das Motorrad zumindest mal so rum, dass ich könnte auch anlaufen lassen, wenn es nicht anspringt beim Kicken. Und da seht ihr den Designer-Kotflügel, der da eigentlich gar nicht dran gehört. Werkzeug genug habe ich dabei. Der Beiwagen ist beladen. Und das habe ich auch gelernt. Es gehört ausreichend Gewicht in den Beiwagen, zumindest mal, wenn man in so unwegsamem Gelände unterwegs ist. Und immer darauf achten, dass der Beiwagen in seiner Spur nicht höher läuft als das Motorrad. Zumindest mal nicht, wenn man dann nach rechts ausweichen müsste und nicht nach links. Ich erkläre später auch noch warum und warum ich da so ein gebranntes Kind bin. Ich traue mir trotzdem zu, das Uralgespann da hochzufahren. Von der Breite muss man ja sagen, dass man ja fast ein Pkw-Niveau erreicht und von daher auch immer, wenn einem einer entgegenkommt, gucken muss, wie man sich hinstellt und wo man sich hinstellt, ohne Gefahr zu laufen, irgendwo runter zu kippen oder runter zu fallen. Hört sich ein bisschen seltsam an, wenn man hier die Weite sieht und den Weg und das Gelände nach links und nach rechts. Und hier ist wieder Videoqualität des Handys. Man sieht auch, wie der Fender vorne rappelt und wackelt. Und der Originalton, der dazugehören würde, ist natürlich auch mal wieder weg. Aber es war ein fürchterliches Geräusch, der Burkhard kann sich erinnern. Metall auf Metall. Und noch haben wir es nicht ganz geschafft. Haben also noch ein bisschen was vor uns. Ich sag nur, ich versuche hochzukommen und oben werde ich eine Lösung finden für den Fender. Möchte es aber jetzt nicht unterwegs machen, also geht's weiter. Und hier frage ich mich manchmal, wie und warum die denn tatsächlich geschafft haben, da oben so ein paar Ecken zu teeren. Hat mich schon bei vielen Fahrten früher gewundert. Wir wissen eins aus den vielen Jahren, dass man immer wieder gezwungen ist, die Strecke instand zu setzen, aufgrund von
Murenabgängen, Erdrutschen bei schlechtem Wetter. Und da kommt schon eins der Dilemma. So, dicke SUVs und ein bisschen breiteres Gespann. Glücklicherweise passt die Lage hier. Dann kriegt man erst noch Erklärung. Achtung, ich habe da noch einige im Schlepptau. Der Motorradfahrer hält erstmal an, Handy raus, fotografieren. Ja. Und dann gibt es noch welche, die nachher mit Wanderstöcken jubilieren und wunder. Aber ihr werdet es noch sehen. Und der Daumen hoch. Mein Signal, dem entgegenkommenden Verkehr zu sagen, kommt ihr an mir vorbei. Das ist mir lieber, ich stehe lieber auf der linken Seite als rechts. Und wir haben mal wieder strahlend blauen Himmel. Verrückt. Das war mitten in Corona-Zeiten, glaube ich, als die ersten Reisemöglichkeiten wieder gegeben waren. Aber hier oben, wenn man alleine im Helm unterwegs ist, glaube ich, die Gefahr für eine Infektion äußerst gering. Wir waren froh, mal wieder rauskommen zu können. So Dinge wie Ausgangssperre hinter uns zu lassen oder nur beschränkte soziale Kontakte, eine festgelegte Anzahl von Personen, die man irgendwo treffen darf, alles vorbei zu dem Zeitpunkt. Mit der Traktion habe ich überhaupt nie Probleme. Ich habe ja keinen Beiwagen angetriebenes Gespann, sondern wirklich nur Hinterrad. Rechtskurven wirklich immer aufpassen, dass der Beiwagen nicht höher ist. Und da gibt es den, der sich riesig freut, ein Gespann auf dieser Höhe zu sehen. Jetzt sind wir knapp unterhalb von 3000 Meter. Und das war halt nicht der einzige, aber einer, den ich mal gefilmt habe, bei Daumen hoch oder Zeigen von Freude. Und nun sind wir oben auf dem Plateau. Beide Maschinchen haben es geschafft, die kleine 125er. Und ebenso das Oralgespann. Noch klappert der Fender vorne. Das heißt, Werkzeugkoffer raus, die restlichen Verbindungen lösen, das Splash-Monstrum einfach abmachen und in den Beiwagen legen. Wieder mal ein Strahlen auf dem Gesicht, immer wenn man irgendwie diese Höhen erreicht. Und da ist er schon demontiert, der Fender. Und so kamen wir dann auch nach Hause im Beiwagen und wurde nie wieder montiert. Mittlerweile ist wieder der Originalfender vorne drauf. Und das ist eben was Stabiles. Da sind wir noch knapp unter 3000 Meter. Um die zu erreichen, müssten wir noch ein paar Meter zu Fuß nach oben gehen. Das sparen wir uns aber diesmal. Wir wollen ja noch weiter. PS mag die nur haben. 10, 9, 8, 11, keine Ahnung. Bergrunter kann man sowieso laufen lassen. ABS, Bremskraftverstärker und sonstiges gibt's nicht. Für beide Motorräder gilt Trommelbremsen vorne wie hinten.
Aber das stellt nicht wirklich ein Problem dar im Vergleich zu den leicht limitierten Bremsengrößen meiner XTs, die man mal schnell auch dahin bringt, dass sie überhitzen können. Scheint das den Trommelbremsen hier jedenfalls nichts merkbar getan zu haben. Wobei ja die Gefahr bei einer Trommel ist, dass wenn die wirklich erhitzt wird, sich so aufheitet, dass man nicht mehr nachkommt mit dem Weg und dann könnte das auch kritisch werden. Nun geht's wieder runter. Richtung Refugio Scafotti. Und wenn dann eine Stelle kommt, wo ich definitiv sehe, dass mein Beiwagen zwangsläufig leicht höher kommen muss als das Motorrad, da beschleicht mich dann doch die Angst. Und diese Angst ist nicht unbegründet, weil ich mich mit diesem Gespann schon mal im Wald, und da war ich alleine unterwegs, überschlagen habe. Das heißt, das Motorrad ist über mich drüber gekippt und die 350 Kilo lagen auf mir drauf. Und ich war nicht mehr in der Lage, mich von alleine zu befreien und hatte mehr Glück als Verstand. Konnte aus dieser Situation irgendwann befreit werden. Aber das war eine Situation, in die will ich nie, nie wieder geraten und kann deswegen wirklich nur warnen. Gespannt fahren will gelernt sein. Das ist nicht umsteigen vom Zweirad auf ein Dreirad. Also nie zu schnell in eine Rechtskurve, wo der Beiwagen einen Impuls bekommen könnte nach oben. Sollte das, der Vortrieb nach oben nicht mehr funktionieren, so wie es damals bei mir der Fall war, die Strecke war einfach viel zu steil, sodass das Gespann es auch im ersten Gang nicht geschafft hat. Ich war dann gezwungen, nach rechts gegen den Berg rückwärts zu wenden. Und leider haben auch die Trommelbremsen die unangenehme Eigenschaft, nur nach vorne wirklich gut zu bremsen, wegen auflaufender und ablaufender Backe. Und auch der Motor selber hat nicht ausreichend mitbremsen können. Also wirklich Vorsicht angebracht mit den Dingern. Auf der Straße laufen die ganz gut, im Gelände muss man seine Erfahrung sammeln, aber nicht die bösesten. Wir sind auf dem Weg runter zu den Wasserfällen. Und hier versuche ich wirklich immer die beste Linie zu treffen. Also für mich die, die mir am wenigsten Angst macht. Die Berge da oben, da war ich auf einem drauf. Der ist ein bisschen weiter jetzt eigentlich auf der linken Ecke, genau jetzt in der Mitte. Mein 3000er zu Fuß, weil ich mir irgendwann gesagt habe, diese Gegend will ich nicht nur mit dem Motorrad bereisen, diese Gegend will ich auch anders erkunden. War ein wunderschönes Erlebnis, habe aber danach 3 Tage leiden müssen mit extremem Muskelkater. War zwar mit Wanderschuhen unterwegs, jedoch ohne Stöcke. Und auch nicht wirklich trainiert. Von daher war es eine wunderschöne Erfahrung. Und hier wechsle ich auch schon mal rüber auf die Straßenseite, die mir gar nicht zusteht. Aber ich denke, der 4x4 kann das viel besser als ich. Das ist die Strecke, die immer alle hochfahren zu Stella Alpina. Ich glaube, das letzte Juliwochenende oder sowas ist das. Schon seit den 70er Jahren ein riesengroßes Motorradtreffen auf hoher Höhe.
Mir sind so große Veranstaltungen einfach viel zu groß, wir haben ja zu viel Trubel, wollte ich nicht wirklich hin. Ich mag die Landschaft, wenn ich dort fast allein sein kann. Und da gibt sie wieder, gucken, bewundern. Und weil wir mal versucht haben, parallel zu fahren zwischen Badonecchia und Susa über ein Sträßchen, was auf der Landkarte ganz einfach aussieht, habe ich mir vorgenommen, das machen wir dieses Mal. Habe aber die Karte nicht wirklich nach Höhenlinien untersucht. Und wir fahren also erstmal nach Badonecchia auf die Befestigungsanlage oberhalb von Badonecchia. Und wollen auf den Punta Colomignon. Machen einen kleinen Abstecher zu Fuß auf die Festungsanlage, blicken über Badonecchia und dann geht's hoch ins Skigebiet. Und da sind wir schon oben und wir sind schon oben, weil ich überhaupt keine Zeit hatte, auf dieser steilen Schotterpiste und Sandpiste die Kamera zu aktivieren. Ich hätte wieder anfahren müssen. Und dafür war die Strecke einfach nicht geeignet. Also sind wir zu zweit, haben wir einfach versucht hochzukommen. Hat auch geklappt, war aber wirklich, wirklich anstrengend. Und jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg runter in Richtung Salbatron oder Susa. Auch ein ziemlich schottriger Weg. Wenn einem jemand entgegenkommt, ist das mit dem Zweirad ja ganz okay. Mit dem Gespann muss man wirklich gucken, dass man Platz findet zum Ausweichen. Und ausweichen möchte ich lieber gegen den Hang als am Berghang, am Abhang. Die zwei hatten auch irgendwie einen Riesenschiss, dabei konnte da wirklich nichts passieren mit den dicken Reifen und vier Rädern. Und weiter geht's. Und dann kommt so ein Kamikaze, aber das werdet ihr gleich sehen. Noch ist es ein 4x4. Und der muss einfach Gas geben, der Hirnlose. Fährt auf meiner Spur und ich habe nur noch Arschloch geschrien. Und ich glaube, ich könnte es gerade nochmal wiederholen. Der wäre voll in mich reingedonnert. Das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Also. Ganz ehrlich, wenn ich nicht sehen kann, dann reduziere ich das Tempo. Und zwar so, dass ich jederzeit anhalten könnte. Und deswegen habe ich auch in Kurven, die ich nicht einsehen kann, immer einen Heidenrespekt. Also wir waren nicht alleine auf dem Punta Colomignon. Da gibt es eine Menge, die hoch und runter fahren. Da gibt es auch ein paar, die wirklich vernünftig fahren. Da gibt es die ohne E-Unterstützung. Und auf dem losen Schotter muss ich sagen, Hut ab vor den Radfahrern. Weil wenn man die Traktion gar nicht mehr aufbringt und ins Leere tritt oder so, das ist sicher äußerst unangenehm. Und da ist wieder so eine Stelle, leichte Rechtskurve, bei Wagen etwas höher, also langsam, langsam und Gewicht in die Mitte verlagern, Schwerpunkt in die Mitte verlagern. Der nächste SUV. Unsere Tankstelle in Susa. Und das Motörchen kann man wohl auch anschieben statt ankicken. Auf geht's Richtung Turin, bevor wir kurz vor Ortsende dann uns rechts aufmachen auf den Col de Finestre. Und mal wieder über die Assietta-Kammstraße.
auf dem Weg zum Finestre wie immer unendlich viele Kurven und Kehren durch ein wunderschönes Waldgebiet, kleines enges Sträßchen. Ich liebe es ja, Linkskurven im Gespann zu fahren. Da kann man Gas geben und driften. Rechtskurven auch, wenn die Strecke eben ist oder der Beiwagen was niedriger. Aber in Rechtskurven sonst versucht sich das Biest ja immer aufzustellen. Mittlerweile hat sich mein rechter Außenspiegel losvibriert, habe aber gar keinen Nerv, den festzumachen. Runterfallen tut er nicht. Erfüllt halt nicht mehr seinen Zweck als Außenspiegel oder Rückspiegel. Wir sind auf den letzten Kehren hoch auf den Finestre. Fast in den Wolken. Und ein Jahr später werde ich hier oben mit meiner Ente sein, meinem Freund Lutz. Und wie man sieht, muss ich nicht immer das passende Outfit haben, also es ist doch immer noch leicht sommerlig, also habe ich das leichte Yamaha-Action an. Auch ein Crosshelm, der nicht unbedingt auf das Uralgespann passt, aber ich brauche frische Luft. Mit einem Vollvisierhelm hier zu fahren, ging für mich überhaupt nicht. Und da ja in meinen Fuhrpark Hondas gehören, Yamahas gehören, Urals gehören, Zündapps gehören, kann und will ich gar nicht zu jedem das passende Outfit haben, sondern immer das, was mir von der Temperatur her am besten zusagt. Und dann besitze ich ja eine Drohne, so eine ganz kleine. Und eigentlich mag ich auch Drohnenaufnahmen, wenn es nicht zu viel sind, aber ich schleppe das Ding immer mit mir rum und finde nie wirklich den Nerv, das dann mal in Ruhe zu bedienen. Weil wenn man was Schönes machen will, dann kostet das Zeit, dann braucht man den passenden Standpunkt, dann muss man wissen, wie man sie fliegen lässt. Da gibt es zwar fest eingebaute Programme oder ja mittlerweile Flugroutinen. So finden sehen wir mal ein bisschen anderen Blick auf den Sommelier, ach nicht auf den Sommelier, auf die Assietta Kampfstraße. Wir machen uns weiter auf über die nächsten Gipfel der Kammstraße. Das hat schon was mit dem Gespann über so eine Straße zu fahren. Wobei das Gefühl der Sicherheit beim Zweirad bei mir einfach mehr eher gegeben ist als beim Gespann. Gespann fahren heißt wirklich mehr aufpassen. Noch weiter blicken, noch früher Dinge erkennen, die einem entgegenkommen. Da war ein dicker Akku drin. Da sieht man auch, wie die Berg hochkommen.
Mit Sozia möchte ich auch nicht unbedingt fahren auf so einer Strecke. Dafür bin ich zu unerfahren, habe zu kurze Beine und meine Motorrad-Sitzhöhen sind meistens viel zu hoch. So wie ich gesehen habe, gibt es mittlerweile auch ein paar kleine Downhill-Strecken auf der Sietakam-Straße für Fahrradfahrer. Und es ist so angenehm, ohne diesen klappernden Fender vorne zu fahren. Also man muss auf nichts aufpassen, außer darauf, dass der Seitenspiegel rechts sich noch weiter verdreht hat. Aber da habe ich keine Bedenken. Ein letztes Mal über die Höhen blicken, bevor wir runterfahren in Richtung Sestriere. Und das sind die Downhill-Aspiranten, die auch mit dem Crosshelm oder wie, ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt für ein Fahrrad heute. Aber eben auch mit dem Kindschutz fahren. Und zur XL und SL kann ich sagen, dass ich ja 2006 das erste Mal im Piemont war und auch in Ligurien. Damals noch ohne einen Führerschein für große Motorräder, also blieb mir nur eine 125er. Die durfte ich aufgrund meines fortgeschrittenen Alters ja fahren. Und damals war ich mit einer 125 SL unterwegs. Das erste Mal über die Varadamairakam-Straße und dann über die Ligurische. Insofern weiß ich, wie angenehm das ist, mit so einem kleinen Motorrad zu fahren, was sich ja eigentlich fast wie ein Fahrrad bewegt, knapp 100 Kilo hat. Und trotzdem mal gut auf 80, 90 kommt, vielleicht auch auf 100, aber man will ja mit den Dingern gar nicht rasen. Federwege sind sehr beschränkt und das Fahrergewicht sollte auch nicht zu massiv sein und das Gepäck, was man mitnimmt. Und schlagen da die Gabeln und das hintere Federbein immer gerne auch durch. Aber irgendwann ist das Ziel nochmal, die leichten Motorräder, also XL, SL, auf den Hänger und damit wieder in Gegenden, die man erkunden möchte. Nun sind wir unterwegs auf der Hauptverkehrsroute von Italien nach Frankreich, Richtung Briançon. Das kleine Motorrädchen muss Drehzahl machen, die können ja bis zu 12.000 drehen. Und in sowas hofft man dann immer bloß nichts ausfallen, bloß hier nicht stehen bleiben und dann kommt von hinten ein 40-Tonner und schiebt. Aber beide unserer Motorräder, beides Vergasermaschinen, kommen da hoch, ohne Mängel, ohne irgendwelche Ausfälle. Wir überqueren die Grenze von Italien nach Frankreich,
werden dann, bevor man nach Briançon runterkommt, uns wieder aufmachen ins Val de Claret. Das Val de Claret wie auch das Nachbartal bieten wirklich viele Gelegenheiten, wunderschöne Wanderungen zu machen. Es gibt viel zu sehen, sind beides Hochtäler. Und nun zweigen wir ab von der Hauptverkehrsstraße nach Briançon, jetzt ins Val de Claret. Es gibt nette kleine Ortschaften und die sind für mich immer noch sehr authentisch. Also es gibt keinen extrem ausgebauten Tourismus. Unser Ziel heißt Nevache. Ein bisschen muss man sich fragen, wovon die Leute hier leben können, weil es sieht nicht nach intensiver Landwirtschaft aus, weder Viehwirtschaft noch irgendwas anderes. Es gibt ein wenig Tourismus, aber selbst hier gibt es keine ausgebauten Skigebiete und da ist ja Frankreich eigentlich sehr rigoros und strikt. Also es gibt extrem ausgebaute Skigebiete, die man mal dazu erklärt hat, aber dafür wird der Rest der Natur geschützt. Also nicht jeder stellt sich irgendwo einen Lift hin und versucht damit ein bisschen Geld zu machen, sondern das ist in Frankreich schon ganz anders reglementiert. Die Ortschaften sind oft so eng, dass es einen Ampel-Einbahnverkehr gibt. Und hier sieht man dann doch 33 PS gegen 12 PS oder auch nicht. Nein. Wenn ich gewollt hätte, wäre die Oral immer schneller gewesen als die XL. Aber darum geht es ja gar nicht. Also der erste Teil des Urlaubs ist damit schon mal fast gut vorübergegangen. Der Teil, wo wir mit motorisierten Fahrzeugen unterwegs sein wollten. Bis auf den Verlust des Frontfenders ist nichts zu beklagen. Die SL ist halt nicht zum Laufen gekommen, aber wir hatten auch drei Motorräder für zwei Personen. War also alles auch okay. Nun steht noch eine Fahrradtour an und dann noch einen Tag wandern gehen, bevor wir dieses schöne Tal wieder verlassen werden. Und hier kann ich mich gut erinnern, dass wir zuerst gesagt bekommen haben, ihr könnt einfach mit eurem Auto mit dem Anhänger durchkommen und den Anhänger oben bei uns abstellen. Dann hatten wir so einen Plattformanhänger eigentlich für einen Autotransport dabei. Also zwei kleine Motorräder plus das Uralgespann. Und dann haben wir uns durch diesen Ort hier gezwängt. Und das war auch alles noch einigermaßen okay, wenn man nicht nach der Kirche irgendwann im 90-Grad-Winkel abbiegen müsste. Diese Stelle kommt jetzt. Und das ging dann nur rückwärts
Und zwar saugend der Anhänger zwischen den Hauswänden. Und hier haben wir gestoppt. Um uns dann zu entscheiden und zu sagen, wir sind zu Fuß vorgelaufen, haben den nächsten Weg angeguckt, nämlich loser Schotter, Schotter berghoch. Und haben dann die Entscheidung getroffen, den Anhänger doch wieder aus dem Ort rauszuschieben und irgendwo vorne vorm Ort abzustellen und alles, was wir so brauchen, hochzutransportieren. Fahrräder, Motorräder. Da war mal eine kleine Ausweichbewegung im Lenker. Und für die motorisierten Fahrzeuge ist es damit vollbracht. Die haben ihre Schuldigkeit für diesen Urlaub getan. Eine Menge Staub geschluckt. Für mich einfach wunderschön, dieses Design der 70er Jahre, Tropfentank, ja, eben schon leichte Enduros. Nochmal ein Blick auf die Fotos, die heute geschossen wurden. Das wohlverdiente Bier. Bisschen Konversation auf Französisch. Prost. Nächster Tag ist Fahrradtour. Dann nochmal der Einsatz der Drohne. Also zwei Drohneneinsätze im gesamten Urlaub. So geht es mir oft. Dann schleppe ich das Ding mit mir rum. Und finde nicht die Nerven, die Ruhe und die Zeit, was Schönes damit anzufangen. Und da das noch eine Drohne ist, ohne jegliche Antikollisionssensoren, wird es jetzt gleich ganz lustig werden. Also die Drohne fliegt ein festgelegtes Programm. Und ich denke, ich bin längst über den Baumwipfeln. Und siehe da, fliegt die Drohne mitten durch Baumwipfel, und zwar davor und dahinter, und ist mit nichts kollidiert. Ich hatte wirklich Glück, sonst hätte sie wohl ihren ersten Absturz gemacht. Aber die Landschaft ist einfach genial. Insofern bin ich froh, dass ich mir die Mühe mit diesmal gemacht habe, sie doch mal fliegen zu lassen. Die Ortschaft Nevache selber ist auch wunderschön, die Gegend drumherum. Sehr authentisch. Und mal wieder der Besuch der Friedhöfe, um zu gucken, wie die Menschen mit ihren Vorfahren umgehen. Glücklicherweise gibt es keine großen Hotelburgen oder sonst was hier, sonst gäbe es hier viel zu viele Leute. Nach der Fahrradtour gab es den Tag der Wanderung, und von hier durch das Val de Claret gehen wir bis
zur Quelle nach oben. Und verrückterweise, wenn man oben auf die Höhe ankommt, kommt man ganz in die Nähe des Fort Rochelle. Und zwar ist das unterhalb des Galibier. Also es sind zwei parallel verlaufende Täler. Wenn man rüber wechseln würde nach Briançon und dann zum Galibier hochfährt, dann findet man am Ende ein Fort, eine Militärfestung Rochelle. Und die konnten wir sehen, und hier ist sie zu sehen, wenn man den oberen Talkessel erreicht hat. Wunderschöne Gebirgsgegend. War ein wunderschöner Urlaub. Mir hat er sehr gut getan, gerade nach Corona. Aktivurlaub. Ich hoffe, es hat gefallen.